Hallo Leute, mein Name ist Hotzestee und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und eigentlich war heute ja nochmals Wetter geplant, aber wenn ich mich mit mehr als mir selber abstimmen muss, wird es ein bisschen schwieriger. Drum habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal den Berg da hinten an. Und ja, sehen wir doch, was sich da getan hat. Ich habe hier oben etwas begonnen, einige Blöcke auszutauschen. Wir haben volle Blöcke, wir haben halbe Blöcke, wir haben Treppenblöcke, wir haben sogar ein paar Walls hier und da. Und das Ganze in der Ausprägung Cobble, Andesite und normaler Stein. Das gibt doch eine breite Palette. Bevor mich da dann die Motivation verließ, hier noch weiterzumachen, habe ich gedacht, ja, ich habe vielleicht jetzt 10%. Aber wenn ich mir das so anschaue, vielleicht sind es eher 5%. Aber es ist schon mal ein Anfang, da muss ich mich einfach ranhalten. Und vielleicht machen wir heute ein kleineres Projekt und sorgen dafür, dass unsere römische Villa nicht so sehr in der Luft schwebt. Ich denke, hier auf dieser Seite folgen wir der Küste ein wenig. Hier gibt es vielleicht sowas wie eine kleine Landzunge. Aber dann wird es hier gleich steil in die Tiefe gehen. Und vielleicht müssen wir da ein paar Blöcke unter Wasser austauschen. Aber das sollte funktionieren. Und möglicherweise ist dieser Bienenstock hier im Weg. Wir werden sehen. Seite müssen wir etwas Erde ersetzen mit etwas Stein, damit das etwas realistischer aussieht und hoffentlich auch stabiler. Und das sieht doch schon sehr viel realistischer aus, dass wir auch auf dieser Seite auf einer Steinkliff stehen und nicht auf einem Erdhügel. Ich denke, das Letzte, was ich jetzt noch machen möchte, ist hier auf der Vorderseite ein bisschen ein Weg bis zumindest da unten in die Ebene, sodass wir auch hier etwas ein Layout haben. Hier direkt vor dem Eingang ist ein etwas ovaler Platz und dann haben wir hier die äußere Seite von unserem Weg, der bis ganz da nach unten geht. Und ich habe versucht, das mal auf einer Seite so anzudeuten. Und dann der Weg ist vielleicht 3 oder 4 Blöcke breit. Und natürlich kommt es jetzt regnen.
Aber um eine wirklich schöne, gekurvte Straße hier zu machen, müssen wir viel weiter links und rechts durchziehen und bräuchten dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Höhendifferenz. Aber ich denke, das, was wir hier haben, wird es tun. Ich denke, das ist doch recht ansehnlich ausgekommen. Hier mit diesem Pfad. Ja, ist nicht überall gleich weit. Insbesondere da, wo er diagonal ist, ist es ein bisschen schwierig zu entscheiden, okay, wie viel Blöcke sind es in dieser Richtung, wie viel sind es in dieser. Aber ich denke, wenn wir das von der Ferne etwas anschauen, dann macht das eine Falle. Und sehr schön hier auch, dass wir unterschiedliche Steigungen haben, welche sich sehr schön an das Terrain anpasst. Nun, rundherum hier, die Kanten, die sind noch etwas kantig. Und auch hier oben, ja, entlang dem Gebäude, da müssen wir vielleicht noch etwas machen. Aber das hat alles Zeit, bis zumindest zur nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.